Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Cyberpunk 2077 Update. Hotfix 1.05 ist draußen, kurz nachdem das PlayStation Network Cyberpunk aus dem digitalen Store entfernt hat. Ich bin gespannt, ob wir mit diesem Fix wieder mehr Leistung aus dem Spiel rausholen können, ob es das Spiel vor allen Dingen stabiler macht und so weiter. Auf der PlayStation sind es wieder 17 GB und das Video wird eine Weile gehen. Es sind verdammt viele Änderungen. Es ist ein bisschen mehr als im letzten Fix 1.04. Bleibt dran. Ich fange zuerst mit den visuellen Geschichten an oder eben konsolenspezifisch. Danach zum Schluss gibt es wieder eine Menge Quest-spezifische Sachen. Ich lese euch wirklich wieder zu 100% alles vor. Es gibt vieles, was in der Deutschübersetzung ein bisschen merkwürdig klingt. Es kann auch wieder sein, dass ich den einen oder anderen Namen vielleicht ein bisschen falsch ausspreche. Nehmt mir das nicht viel übrig. Und gerade bei den PC-spezifischen Änderungen auch prozessorenlastig ist vieles, was ein bisschen verwirrend klingt für Leute, die sich vielleicht mit der Technik nicht auskennen, aber einfach nur das Spiel zocken wollen. Ich fange jetzt einfach mal mit den ganzen Änderungen an und zum Schluss gibt es wie gesagt wieder eine Litanei an Quest-Veränderungen. Und wie gesagt, das wird sich ein wenig ziehen. Fangen wir einfach mal an. Spielweise wurde etwas verändert. Verbesserte Reaktionszeiten von NPCs, die in Deckung gehen. Die Anzahl der Schüsse, die benötigt werden, um Zivilisten im Kampf aus der Ferne zu töten, wurde korrigiert. Visuelle Änderung. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Delamains Bild während eines Telefonats über dem aktuellen Anrufer angezeigt wurde. Wies Mund bleibt nicht mehr offen stehen, nachdem er die Raumschleuse in Where is My Mind betreten hat. Einige Probleme mit der Überlappung der Benutzeroberfläche wurden behoben. Wie erscheint in der Bestandsvorschau nach der Halbjahresmontage bescheidener? NPCs erscheinen während Stadium Lover schnell im Questbereich. Schneller. HDR wurde etwas wärmer. Was auch immer das bedeutet, bei mir in aktiviertem HDR-Modus ist das Bild relativ dunkel. Ich bin jetzt gespannt, ich habe es noch nicht getestet, ich habe es gerade erst runtergeladen. Die posierende NPCs bei mutmaßlicher organisierter Kriminalität wurden behoben. Doppelpunkt, sag einfach nein und Gig. Ich glaube, das ist die Mission Hot Merchandise. Wirklich, den Zusammenhang des Satzes kapiere ich absolut null, sorry. Es wurde ein Problem behoben, durch das es nach einer Überlegung möglich war, in der Ansicht der Third Person ohne Kopf zu stecken. Ohne Kopf zu stecken. Wahrscheinlich ohne Kopf zu sein, ich weiß nicht, was es bedeutet. Schalldämpfer-Symbole werden nicht mehr ohne Bild im Inventar angezeigt. Benutzeroberflächenänderungen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Fadenkreuz der Waffe auf dem Bildschirm angezeigt wurde. Das Inventarmenü wird nicht mehr sofort nach dem ersten Öffnen, nach dem Verlassen eines Autos geschlossen. Und ein weiteres Problem. Fast jeder Satz beginnt ja wirklich ein Problem oder behoben. Sorry, es klingt einfach stumpf, aber ich lese hier wirklich alles so vor, wie es da steht. Ansonsten wird es zu kompliziert. Ein Problem wurde behoben, durch das beim Zugriff auf ein Schnellreiseterminal die in der oberen rechten Ecke angezeigte Schaltfläche zum Öffnen des Quest-Journals nicht funktioniert. Was für ein Satz. Leistungs- und Stabilitätsverbesserung. Mehrere Stabilitätsverbesserungen einschließlich Absturz korrigieren. Ich glaube noch immer nicht daran, dass es wirklich besser ist. Wie gesagt, nach dem letzten Hotfix sind bei mir die Abstürze nur mehr geworden. Kurios, aber es ist so. So, Verschiedenes. Offscreen-Explosionen machen jetzt Geräusche. Mega spannend. PC-spezifische Änderung. Und hier wird es wirklich ein bisschen fachchinesisch. Folgendes. Es geht jetzt um AMD-Prozessoren. In Klammern AMD SMT optimierte Standard-Core-Thread. Nutzung für 4-Core und 6-Core AMD Ryzen Prozessoren, 8, 12, 16 Kern Prozessoren bleiben unverändert und verhalten sich jetzt wie beabsichtigt. Diese Änderung wurde in Zusammenarbeit mit AMD implementiert und basiert auf Tests auf beiden Seiten, aus denen hervorgeht, dass die Leistung nur bei CPUs mit 6 Kern und weniger verbessert wird. Es wurde ein Problem mit der Art und Weise behoben, wie RAW Input gesammelt wird. Die Verwendung des AVX-Befehlssatz wurde entfernt, wodurch Abstürze am Ende des Prologs auf Prozessoren behoben wurde, die AVX oder AVX nicht unterstützen. Die Debug-Konsole wurde entfernt, um Funktionen zu verhindern, die zu Abstürzen unter blockierten Quests führen können. Das heißt nicht, dass wir die Modding-Community nicht unterstützen wollen. Weitere Informationen hierzu finden Sie hier.
Folgen des Raytrace-Reflexionen sollten im Vergleich zur Umgebung nicht mehr zu hell erscheinen. Es wurde ein Problem mit dem Steam-Overlay-Absturz beim Herunterfahren des Spiels behoben. Die Datei Memory Pool Budget CSV wurde entfernt. Diese war nicht mit dem endgültigen Versionen des Spiels verbunden und hatte keinen Einfluss darauf. Jetzt kommt es in Klammern. Es war eine übrig gebliebene Datei, die während der Entwicklung zur Schätzung der Speichernutzung verwendet wurde. Sie hatte keinen Einfluss darauf, wie viel Speicher tatsächlich zugewiesen wurde. Klammer zu. Die wahrgenommene Leistungssteigerung nach dem Bearbeiten der Datei hängt möglicherweise mit dem Neustart des Spiels zusammen. Jetzt kommen wir zu konsolenspezifischen Änderungen. Auch einiges an Fachchinesisch, was jetzt zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, was Aberration bedeutet, verbesserte Bildschärfe bei aktivierter chromatischer Aberration und Filmkörnung. Die Einstellungen sollten nach mehreren Neustarts der Spielsitzung nicht mehr auf die Standardeinstellung zurückgesetzt werden. Das Problem hatte ich schon zweimal mittlerweile. Behobene visuelle Probleme beim Übergang zwischen The Haste und Love Like Fire. Das Aussehen mehrerer Fahrzeuge wurde korrigiert. Jetzt kommen wir auf Xbox-spezifische Sachen. Das Betreten eines Kampfes bei aktivem Synaptic Accelerator endet nicht mehr damit, dass die Gesundheitsleiste des Spielers nicht angezeigt wird. Weitere Xbox-spezifische Sache: Das Spiel reagiert nicht mehr, wenn Sie sich von einem Profil abmelden, wenn die Meldung zum Trennen des Controllers angezeigt wird. Die Anforderung einer Telemetrie-Einwilligung wird aufgrund eines früheren Problems mit zurückgesetzten Einstellungen erneut angezeigt. Und die letzte konsolenspezifische Sache: Es wurde ein Problem behoben, durch das es möglich war, in Megabild H8 in Automatic Love den Aufzugsschacht herunterzufallen. So, das waren relativ spezifische Änderungen. Jetzt kommen wir zu einer Riesenliste aller Quest-Sachen. Wen das nicht interessiert, der hat auf jeden Fall die wichtigsten Sachen gehört. Ich fange jetzt direkt mit den Quest-Geschichten an. Jackie wird in The Pickup oder The Haste nicht mehr verschwinden. Ein Problem wurde behoben. Jetzt geht's wieder los. Ganz viele Sätze fangen einfach mit die Probleme wurden behoben und so weiter. Ein Problem wurde behoben durch das Spiel nicht in Love Like Fire den Hubschrauber landen konnte. Ein Problem wurde behoben, bei dem Take Mura nicht auf Nummer sicher ging. In Big in Japan ist es nicht mehr möglich, denselben Dialog zweimal auszulösen. Ein Problem wurde behoben, durch das Delamain am Ende von Don't Lose Your Mind verkehrt herum angezeigt wurde. Soul erreicht den Van in Riders on the Storm jetzt korrekt. Schnelles Reisen vor der Begegnung mit Tiger Claws bricht den Fortschritt in I Thought Alone nicht mehr ab. Ein Problem wurde behoben, durch das der Fortschritt in der Geisterstadt blockiert wurde, wenn ein bei, und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, hier steht Raffen, Schiffsankunft, vorgenommener Autosave geladen wurde. Raffen, keine Ahnung, ob das richtig ist. Es wurde ein Problem behoben, bei dem keine neuen Anrufe oder Nachrichten empfangen wurden, wenn Happy Together infolge eines Kampfes fehlschlug. Elizabeth Perilous hört auf, übermäßig auf ihre Anrufe zu bestehen, nachdem ihr Stellenangebot abgelehnt wurde. Die Szene mit Misty und Jackie beginnt nun ordnungsgemäß, nachdem sie Victors Klinik verlassen hat. Makakos Dialoge werden nach Abschluss von Suchen und Zerstören nicht mehr blockiert. Wenn du in Sweet Dreams von Stefan weggehst, sollte das andere Charaktere nicht mehr davon abhalten, dich anzurufen. Der Zünder von Briggs sollte jetzt ordnungsgemäß interagierbar sein, damit die Spieler ihn entwaffnen können oder losfahren. Ihr Anruf. Tatsächlich steht das da so. Ich habe keine Ahnung, in welchem Zusammenhang der Abschluss des Satzes Ihr Anruf bedeutet. Aufzugstüren sollten jetzt in The Haze korrekt geöffnet werden. Soul steigt jetzt in Riders on the Storm korrekt aus dem Auto. Es wurde ein Problem behoben, bei dem keine neuen Anrufe oder Nachrichten empfangen wurden, nachdem Frank in Warpix zu weit von Frank entfernt war. Jackie verlässt die Fabrik nun korrekt, nachdem der Kampf in The Pickup beendet wurde. Ein Problem wurde behoben, bei dem Militech-Verstärkungen nicht auftauchten, wenn sie in Forward to Death zu schnell durch das Tor fuhren. Das Überspringen der Zeit in Club in Violence führt nicht mehr zu Fortschrittsproblemen. Probleme beim Starten von Gig Getting Warmer wurden behoben. Es wurde ein Problem behoben, bei dem keine neuen Anrufe oder Nachrichten empfangen wurden, nachdem Pyramide Song auf dem halben Weg abgebrochen wurde. Es wurde ein Problem behoben, durch das
Der Delemain Kern bereits beschädigt werden konnte, wenn der Spieler den Kernraum in Don't Lose Your Mind betrat. Probleme mit Delemain wurden behoben, die außerhalb des Jenseits in The Haste nicht auftauchten oder nicht taten. Auch ein sehr komischer Satz. Wie gesagt, die Übersetzung ist sehr konfus teilweise. Ein Problem wurde behoben, bei dem das Ziel bei Talk to Victor in Ripper Dog hängen blieb. Ein Problem wurde behoben, bei dem es unmöglich war, mit dem Türsteher vor Lizzie's in The Information zu sprechen. Beschreibung für Don't Lose Your Mind im Journal wurden hinzugefügt. Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler nicht speichern, schnell reisen und mit anderen NPCs sprechen konnten, nachdem sie einen Save mit einem aktiven Anruf bei Frank in Warpix neu geladen hatten. Jetzt kommt wieder ein ganz konfuser Satz. Keine Ahnung, ob das so richtig hinhaut. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Penem keine anderen Angelegenheiten anrief, bis ich wegfliege. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Und das Letzte, es wurde ein Problem mit Dam-Dam nach Wie behoben, nachdem The Pickup beendet war. Ebenfalls ein sehr merkwürdiger Satz. Ihr seht, die Übersetzungen sind teilweise sehr konfus. Es ist eine Riesenliste. Ich habe wirklich ewig gesucht nach einer vernünftigen Seite, die die Hotfixes vernünftig beschreibt. Das soll es gewesen sein. Gebt mir mal ein Feedback, ob bei euch vielleicht die Spielabstürze, so wie bei mir, weniger oder gar ganz verschwunden sind. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Wie gesagt, mit dem letzten Patch 1.04 sind bei mir die Abstürze mehr geworden statt weniger. Auch da gerne ein Feedback. Hat es bei euch was gebracht? Ich würde mich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wie gesagt, viel kürzer konnte ich das Video leider nicht halten. Aber es ist wirklich noch eine Menge in Cyberpunk zu tun. Deswegen gehe ich davon aus, dass die nächsten Hotfixes, und es werden noch einige kommen, nicht viel kürzer werden. Sorry also dafür. Das liegt aber nun mal wirklich nicht an mir. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr rund um Cyberpunk 2077 nichts verpassen wollt. Das war es jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.